Hallo, in diesem Video möchte ich einige Spielerbasen bzw. erstmal meine Admin-Basis zeigen. Und zwar ist die hier auf Clan. Das ist in dem Fall meine Admin-Basis. Das ist übrigens die Karte auf meinem Server mit einigen kleinen Veränderungen. Die Basis, wie gesagt, auf Clan Mountain. Hier haben wir den Bereich, wo mein Hubschrauber steht. So wie hier ein Eingang zur Basis. Ist es halt eben sehr auf Militär getrimmt. Die ganze Basis spawnt keine Zombies. Also quasi eine zombiefreie Zone, abgesehen von den Zombies, die man als Spieler selber durch langes Rumziehen stehen. Spawnt anscheinend hier gar nichts, auch in den Baracken hier nichts. Es gibt hier auch nichts zu looten, außer das, was man an Fahrzeugen bzw. Zelten selber als Admin einstellt. Man hat hier eine sehr schöne Zone im Inneren der Tarnnetze. Quasi eine Art Besprechungsraum mit seinen Co-Admins kann man hier einrichten. Beziehungsweise mit den Server-Testern. Wie gesagt, das ist eine Admin-Basis auf Clan. Es gibt jetzt auf Clan ebenfalls eine kleinere Basis, die ich für einen PvP, also nicht PvP-Server gestaltet habe. Ausgelegt für 2 bis 3 Personen. Wie gesagt, das ist mehr so eine auf Survival ausgerichtete Basis. Und hat nicht so den Look des Militärs. Ausgestattet ist hier mit Platz für Zelten, hier in dem Bereich. So wie auch hier. Und hier ist halt eben zur das Interview bzw. als Deko und Dekorationseinrichtung. So wie ein funktionierendes Lagerfeuer eingerichtet. Wie gesagt, ein Lager für einen Nicht-PvP-Server gemacht, für 2 bis 3 Spieler ausgelegt. Jetzt zeige ich eine Basis, die ich ebenfalls für einen Spieler gemacht habe, auf denselben PvP, Nicht-PvP-Server, die dann mehr so den militärischen Look hat. Die befindet sich an der Küste. Wie man sieht, bei Kamenka. Diese Basis ist zweigeteilt. Wir haben hier einmal den Außenposten zugänglich für alle Spieler. Sie fungiert quasi als Verbindungspunkt zwischen Spielern und den eigentlichen Basisbesitzern mit eigenem Helikopterlandeplatz, Entschuldigung, einem mehreren Bunkern, hier beleuchteten Ein- und Ausgängen, Tarnnetzen und da es einen Refuse gibt, auch hier mit einer Tankanlage. Die eigentliche Basis, geschützt durch ein Schild, befindet sich hier. Ebenfalls ausgestattet, komplett mit Sandsäcken umbaut. Hier befindet sich auch eine Art Chillout-Zone unter den Tarnnetzen mit Stühlen, Tischen, alles was man so braucht, sowie hier ein Grillplatz. Wie gesagt, sehr militärisch ausgelegt der ganze Stützpunkt, hier ein Radar, hier verschiedene Wracks, ebenfalls zur Dekoration. Hier ebenfalls ein Platz, der für dem Spielern als Zeltunterkunft gebucht wird. Hier ein Platz für Fahrzeuge. Hier mit dem Tank zum Betanken der Fahrzeuge über das Skript. Und hier ein Hubschrauberlandeplatz für mehrere Hubschrauber. Ebenfalls hier mit einem Tank untergebracht. Und hier ebenfalls ein weiterer Ein- bzw. Ausgang mit verschiedenen Dekorationselementen. Als Begrenzung dient auf der einen Seite, wie gesagt, hier dieser Sandsackzaun, auf der anderen Seite dieser Zug. Aufgrund der Bahnschienen war das eigentlich für meine Meinung nach ist kreativ gemäß, das ist das nächste, das hinzubauen. Wie zu dem anderen Video, wenn ihr Fragen habt, wie man sowas gestaltet, ob ich euch dabei helfen kann oder ob ihr irgendwas Neues sehen wollt, schreibt das einfach in die Kommentare.